Hallo ihr Lieben, heute werden wir zusammen leckere Blaubeermuffins backen. Und zwar benötigen wir dafür 250 Gramm Blaubeeren, entweder frisch oder tiefgekühlt, wie ich sie habe. 125 Gramm Butter, ihr könnt auch Margarine oder vegane Butter verwenden. Wir werden sie nachher schmelzen. Dann 135 Gramm Zucker sowie einen halben Teelöffel Vanillezucker. 350 Gramm Mehl, ganz normales Weizenmehl und 2 Teelöffel Backpulver. Außerdem 2 Eier und 1/4 Teelöffel Salz. Dann benötigen wir noch Milch und zwar 125 Milliliter normale Milch. Ihr könnt auch Sojamilch, Mandelmilch nehmen, wie ihr es gerne habt. Und ganz wichtig natürlich für die Muffins, Förmchen. Ich habe hier Papierförmchen. Das Rezept ist für 12 Muffins, deshalb benötigt ihr 12 Papierförmchen. Ich werde 24 verwenden, da ich sie doppelt lege und die Muffins somit stabiler sind. Ihr könnt auch ein Muffinblech nehmen, wenn ihr das habt. Ich habe leider keins, deswegen bleibt es bei den Papierförmchen. Und ja, dann geht es auch schon los. Wir werden zuerst den Backofen auf 200 Grad Ober- und Unterhitze stellen. Dann kann der schon mal vorheizen und dann sehen wir uns gleich beim Zubereiten. Ja, ihr Lieben, das ging ja. Ja, ihr Lieben, das ging ja ruckzuck mit den Muffins. Ich hoffe, ihr werdet sie nachprobieren und es euch schmecken lassen. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr bald wieder vorbeischaut. Und dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal. Ja, dann wollen wir mal mit den Muffins loslegen. Ich habe die 125 Gramm Butter gerade auf der Herdplatte geschmolzen. Die kippen wir jetzt warm in die Schüssel hinein. Die Waage stellen wir auf 0 Gramm. Dazu geben wir jetzt die 135 Gramm Zucker. Und einen halben Teelöffel Vanillezucker. Das rühren wir alles mit dem Schneebesen um. Die Blaubeeren, wenn ihr Tiefkühlblaubeeren verwendet, so wie ich, dann müsst ihr die vorher aus dem Gefrierfach nehmen und ein wenig antauen lassen. Ich habe die Blaubeeren in der Schachtel gelassen und ja, ich lasse die insgesamt um die 20 Minuten antauen und dann kann man die nachher unter die Muffins heben. So, wenn das jetzt eine schöne Masse geworden ist, dann geben wir die Eier hinzu. 2 Eier. Schön verrühren alles. Die abgewogene Milch, das sind jetzt 125 Milliliter normale Milch. Wenn ihr die Muffins vegan macht, dann könnt ihr die Butter eben mit Margarine oder veganer Butter ersetzen. Die Milch durch Sojamilch am allerbesten oder auch Mandelmilch. Das gibt natürlich einen anderen Geschmack. Und natürlich die 2 Eier. Müsst ihr dann auch ersetzen. Zum einen vielleicht mit ein wenig Apfelmark. 2 Teelöffel sollten, also ein Esslöffel müsste da genügen. So, dann
stellen wir wieder auf 0 und geben die 350 Gramm Mehl hinzu. Dann noch 2 Teelöffel Backpulver. Wieder alles gut verrühren. Also die Muffins gehen richtig schnell. Wenn ihr kurzfristig Besuch bekommt, könnt ihr die ganz einfach vorbereiten. Die meisten Zutaten hat man ja eh zu Hause. Und anstelle der Blaubeeren könnt ihr auch jedes andere Obst verwenden, was ihr gerade da habt. Zum Beispiel Schattenmorellen im Glas. Oder ihr könnt auch 2 Äpfel klein würfeln und die Apfelwürfel hineingeben. Anderes gefrorenes Beerenobst gemischt, Himbeeren frische oder tiefgekühlt. Also da gibt es keine Grenzen. So, die Masse ist jetzt nicht ganz dick, aber auch nicht zu flüssig. Also sie fließt noch schön. Perfekt. Jetzt geben wir noch einen 1/4 Teelöffel Salz hinzu. So. Alles gut verrühren. Und dann war es das auch schon. So, jetzt werde ich zum Schluss die Blaubeeren unterheben. Natürlich vorsichtig sein, da die Flecken geben. So, jetzt vorsichtig alle unterrühren, damit die nicht ganz kaputt gehen. Ja, und dann könnt ihr die schon in die Förmchen füllen und das war's. Jetzt habe ich mir meine 12 Förmchen vorbereitet. Hier sind sie. Und werde sie mit 2 Esslöffel befüllen. Wenn ihr die Muffinförmchen alle befüllt habt, kommen die Muffins für ca. 18 Minuten in den vorgeheizten Backofen. Ihr könnt am besten noch die Probe mit dem Holzstäbchen machen, ob die noch flüssig sind. Aber im Normalfall sollten die bei Ober- und Unterhitze 200 Grad bei knapp 18 Minuten fertig sein. Ja, und dann würde ich sagen, melde ich mich wieder, sobald die Muffins im Backofen fertig gebacken sind. Ja, ihr Lieben, das ging ja ruckzuck mit den Muffins. Ich hoffe, ihr werdet sie nachprobieren und es euch schmecken lassen. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr bald wieder vorbeischaut. Und dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal.